Titelverteidiger Rob Cross ist bei der Darts-WM in London überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Engländer verlor im Alexandra Palace trotz 2:0 Satzführung gegen seinen 5 Jahre jüngeren Landsmann Luke Humphries mit 2:4. Damit geht das große Favoritensterben bei der 26. Auflage der WM weiter. Humphries drehte gegen den Weltranglistenzweiten als bereits 13. Spieler im Turnier einen 0:2 Satzrückstand und trifft am Samstag in der Runde der letzten 8 auf Michael Smith. Luke war fantastisch, er hat toll gespielt. Er ist einfach ein hervorragender Dartspieler, lobte der gestürzte Weltmeister seinen Kontrahenten. Cross ergänzte, vor dem Spiel war ich krank, ich habe es aber trotzdem versucht. Bei der letzten WM hatte Cross im Finale noch Rekordweltmeister und Darts-Legende Phil Taylor in dessen letzten offiziellen Match geschlagen und seinen ersten WM-Titel eingefahren. Auch James Wade bei Darts-WM bereits ausgeschieden. Am Freitagnachmittag war bereits in Europameister James Wade aus England ein weiterer Favorit ausgeschieden. Wade unterlag seinem Landsmann Ryan Joyce 3:4 und verpasste trotz mehrerer Matchstarts das Viertelfinalduell am Samstag mit dem Weltranglisten-Ersten Michael van Gerven aus den Niederlanden. Zuvor waren unter anderem schon der Weltranglisten-Dritte Peter Wereit, Ian White, Raymond van Barneveld, Simon Whitlock und Mensur Suljovic frühzeitig ausgeschieden. Ohne Titelverteidiger Cross zählen jetzt vor allem der topgesetzte Niederländer Michael van Gerven und der zweimalige Champion Gary Anderson aus Schottland zu den engen Favoriten. Deutsche Spieler sind im Ellie Pelé nicht mehr dabei. Maxi Mieser, Max Hopp schied in Runde 3 gegen van Gerven aus.